Die Klubobleute des Südtiroler Landtages haben sich diese Woche hier mit dem Südtirol-Unterausschuss getroffen. Der Südtirol-Unterausschuss ist ein Ausschuss im österreichischen Parlament, dem alle Parteien angehören, der sich um die Anliegen Südtirols kümmert. Dieser Ausschuss war diese Woche hier in Südtirol zu Besuch und wir haben wichtige Themen angesprochen, die auch mit der Unterstützung Österreichs umgesetzt werden sollen. Wir als Südtiroler Freiheit haben da einen ganz konkreten Themenkatalog vorgestellt. Wir hatten zum einen natürlich auf die doppelte Staatsbürgerschaft hingewiesen. Das war uns wichtig, dass die Parteien des österreichischen Parlaments überparteilich diese Botschaft mitbekommen, dass von Seiten Südtirols der Wunsch nach einer Umsetzung der doppelten Staatsbürgerschaft da ist, dass das gemacht werden sollte. Wir haben ja gerade jetzt in der Corona-Zeit gesehen, wie die Grenzen einfach geschlossen wurden, wie sich selbst Familien grenzüberschreitend nicht mehr treffen durften, weil einfach niemand darauf Rücksicht genommen hat, dass es hier in unserem Land eben auch grenzüberschreitende Lebensbeziehungen gibt. Und mit einer doppelten Staatsbürgerschaft könnte man diese Besonderheit Südtirols auch für die Zukunft langfristig absichern. Das war uns ein ganz wichtiges Anliegen. Darüber hinaus haben wir aber auch die Frage der ausstehenden Begnadigung bzw. der Amnestie der noch immer im Exil lebenden Südtiroler Freiheitskämpfer angesprochen. Das ist einfach eine menschliche Tragödie. Das sind Männer, die in einem betagten Alter heute sind und noch immer nicht zu ihren Familien nach Südtirol zurückkehren dürfen. Da ist es einfach wichtig, dass die Politik jetzt handelt, denn es ist einfach inzwischen eine Frage der Menschlichkeit, dass diese Männer in ihre Heimat zurückkehren dürfen. Was wir auch angesprochen haben und was vor allem für die Vereine in Südtirol derzeit ganz wichtig ist, ist die Problematik des dritten Sektors. Es gibt in Italien ja eine neue gesetzliche Bestimmung, die vorschreibt, dass das Vereinsregister der ehrenamtlichen Vereine nicht mehr hier in Südtirol geführt werden darf, sondern dass das nach Rom verlagert wird. Das heißt, die Südtiroler Vereine würden plötzlich unter die Aufsicht des italienischen Staates gestellt. Mit unglaublich großen Auflagen, die dazu führen würden, dass viele Vereine einfach ihre Tätigkeit einstellen würden, weil sie sagen, wir haben auch gar nicht die finanziellen Möglichkeiten, all diese Auflagen zu erfüllen. Um nur ein Beispiel zu nennen, zum Beispiel für einen kleinen Verein wäre es nicht einmal mehr möglich, ein Fest zu organisieren, um dadurch Einnahmen für den eigenen Verein zu bekommen. Das würde der Kultur und der Autonomie Südtirols enormen Schaden zufügen, denn die vielen freiwilligen Vereine und Organisationen sind das gesellschaftliche und kulturelle Rückgrat in Südtirol, das wir mit allen Mitteln schützen müssen. Deswegen war es uns wichtig, dieses Anliegen hier vorzubringen. Und noch einen Punkt haben wir auf Wunsch vieler Südtiroler Studenten vorgebracht, und zwar die Problematik, dass die Studientitel, die in Österreich erworben werden, in Südtirol teilweise entweder gar nicht oder nur mit sehr großem Aufwand vom italienischen Staat anerkannt werden. Eine Krankenschwester hat uns beispielsweise gesagt, wenn sie in Innsbruck ihre Ausbildung macht, dann dauert es bis zu einem Jahr, bis sie in Südtirol arbeiten kann. Und das führt natürlich dazu, dass viele Südtiroler Studenten nach ihrem Studium erst gar nicht mehr nach Südtirol zurückkehren. Als Südtiroler Freiheit haben wir deswegen hier im Landtag schon einmal einen Beschlussantrag eingereicht, mit dem wir vorgeschlagen haben, dass all die Studientitel, die in Österreich erworben wurden, hier begrenzt auf das Gebiet Südtirols automatisch anerkannt werden sollten, weil ja die Südtiroler Studenten hauptsächlich nach Südtirol zurückkommen, um hier zu arbeiten und nicht nach Italien gehen wollen. Das wurde vom Landtag auch bereits genehmigt. Das muss man jetzt umsetzen. Und damit eben diese Themen auch entsprechend von Österreich unterstützt werden, haben wir diese Themen hier im Landtag diese Woche vorgebracht. Wir werden uns im Herbst auf Einladung des österreichischen Parlaments nach Wien begeben, dort wieder mit dem Südtirol-Unterausschuss treffen. Und da werden wir dann auch ganz konkrete Vorschläge beispielsweise zur Umsetzung der doppelten Staatsbürgerschaft vorlegen.